Ja, hier ist wieder der Pump mit seinem Let's Play von GTA San Andreas. Wir haben ja letztens hier in der Pampa wieder gespeichert und ja, dürfen jetzt wieder zurück nach San Fierro fahren. Aber nicht mit dem Radiosender, sondern irgendwas anderem. Und dann schauen wir mal, wie der schnellste Weg denn da ist oder ob wir überhaupt einen vernünftigen Weg finden, ohne mehrfach vom Motorrad zu fallen oder gar zu sterben. Immerhin ist es jetzt schon spät, das heißt, hier fahren schon mal keine Autos mehr rum. Das macht das Ganze dann sehr angenehm. So, einfach mal mit Vollgas hier lang fahren, vielleicht noch ein bisschen nach vorne lehnen, dass wir windschnittiger sind, was auf so einem da vielleicht nicht mit volle Karacho rein, sondern einfach nur normal hier auf dieser Straße entlang. Und jetzt dürften wir auch schon die Lichter der Stadt sehen. Ja, da sieht man sie auch schon. Und auch mal wieder ein paar Autos. Auch nicht schlecht. Allerdings nehmen wir jetzt hier eine Abkürzung und wow, doch nicht vom Motorrad gestürzt. Ich dachte, das schaffen wir nicht. Aber nicht schlecht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier gleich noch auf die Parallelstraße kommen, damit wir auch. Ah, fahren wir mal hier lang. Weil sonst stehen wir nachher da und dann müssen wir uns einen komplizierten Weg da durch die Gegend suchen. Das ist hier immer dann etwas angenehmer. So, da sind wir auch schon wieder. Und wir können. Theoretisch hätte ich da jetzt auch etwas geschickter parken können, aber wir starten hier direkt erstmal die Mission Jizzy. That's crazy, man. What are you looking at exactly? Hey, Gabriel. Hey, man, you get them flicks developed. What's up, Woolsey? Hey, Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gantt Bridge. Hey, good looking out, Woolsey. No problem. Don't be a stranger. All right. Okay. Wir sollen jetzt also zu Jizzys Club fahren. Machen wir mal. Steht denn da noch mein Motorrad? Ja, perfekt. Was passiert jetzt noch? Hey, Caesar. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Ja, nee, nicht jetzt. Nicht jetzt, weil ich möchte jetzt eher hier mal direkt zu dem Club fahren und schauen, was denn dort zur Sache ist. Bin ja auch halbwegs gut ausgestattet mit der Maschinenpistole, da passt dann schon. Vielleicht sollten wir noch schauen, wo hier so ein Waffenladen ist, dass wir hier mal vernünftig Schutzrüstung auffahren. Ich glaube, das wäre jetzt mittlerweile so ganz praktisch. Weil so ganz ohne da reinzustürmen ist dann mittlerweile doch nicht mehr ganz so das Beste. Ja, schon verfahren. Da wollte ich gar nicht lang. Ja, das ist aber mal wenigstens schön bergig hier. Rauf und runter. Also, perfekt. Und jetzt mal gucken, wo finden wir denn hier den Club? Und dann bin ich ja immer noch so, ja, soll ich da jetzt schon rein oder erst später? So wie ich mich kenne, stürme ich da rein und dann, oh, tot. Und ich würde sagen, genauso machen wir das jetzt auch. Perfekt. Und da geht's weiter. Mink coats in the winter.
Well, I walk down the stairs, I'm walking down on mint carpet. Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hoe. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B, well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now, some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. No problem. You my player partner now, Jizzy. Wait up! Mr. C to the J! See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player! Treat that baby like the Pope Mobile. Okay. Interessant, dass man einfach in den Club reingehen kann und direkt mit dem größten Zuhälter in der Stadt einfach mal reden kann. Das in echt so auch einfach ist. Zweifle ich jetzt einfach mal. Okay, und dann... Mein Gott, springt schon die Leute vor mein Auto, ey. I'm listening, honest. I'm no slut, but I need the feria. Real interesting. Whatever, puto. Okay, und jetzt unterhalten die sich da und ja, interessantes Gespräch. Auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal hier, dass wir das sein Papstmobil, wie er es genannt hat. Damit auch ja kein Kratzer dran kommt, so wie ich fahre, wird das auch garantiert funktionieren. Mein Gott, es geht ja aber auch auf und runter. Und so oft wieder aufgesetzt hat bisher, wird das unwahrscheinlich, dass er irgendwie keinen Kratzer abkriegt. Da kommen wir auch runter. So, dann fahren wir die jetzt mal nach Hause oder wo auch immer hin. Later, Esse. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church, got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my hoes over in Hashberry. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Okay. Klare Ansage und da haben wir schon die erste Macke. Aber ist mir jetzt erstmal egal. Zumindest bei einer Mission mit Zeitvorgabe ist mir das relativ egal. Fahren wir jetzt erstmal auf dem schnellsten Weg dorthin. Wahrscheinlich nehme ich auch gerade nicht den schnellsten Weg, was perfekt ist für so eine Mission. Oder ich überschlag mich. Das kriege ich auch immer gut hin. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gesagt. Jetzt Warum springen die Leute denn auch noch vor mein Auto? So schlecht fahre ich jetzt gerade auch nicht. Okay, da ist jetzt schon alles da. Und wo ist der da jetzt? Here comes my player. Now you in real trouble. Und das war ja einfach. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Okay. Ja, tolle Anzeige da oben. Und jetzt müssen wir hier das Mädel retten. Erstmal schauen, wo wir denn da jetzt hin müssen.
Ach Gottchen, hier sieht's auf jeden Fall nicht richtig aus. Nee, auf keinen Fall hier. Weil der Pfeil zeigt ja auch schon nach unten. Dann gucken wir mal. Okay, jetzt ist auf jeden Fall eine Macke drin, aber da fahre ich gleich einfach dann zum Paint Spray. Wo soll die denn sein? Da. Erledige den Kunden. Den auch noch, mein Gott. Mein Gott. So, dann gehen wir mal wieder in den Wagen rein. Achso, die macht da jetzt einfach munter weiter, oder wie? Mr. Jizzy, it's CJ. You're the bad luck charm, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Okay, gut. Wo ist die eine denn jetzt hin, die wir gerade gerettet haben? Einfach weg, na gut. Auch nicht schlimm. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt die erste wieder einfangen und dann, ja, mal gucken, was wir mit der machen sollen. So wie ich mir vorstellen kann und wie GTA tickt, müssen wir die einfach nur umlegen. Mal schauen. Fahren wir mal auf dem schnellsten Weg hier auf den Straßenbahnschienen. Allerdings hier dann ein bisschen vorsichtiger. Also wie ich mir das hier vorstellen kann, wenn der Wagen umkippt und explodiert, ist die Mission komplett gescheitert und da bin ich nicht so wütend drauf. So, gucken wir nochmal. Da zeigt das Dreieck hin und... So, tuckern wir mal hier in die Kurve. Sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments so I may better gaze upon thy corruption. Driver, get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Ah, okay. Ja, und wir sollen jetzt einfach sein... einfach nur kaputt machen. Wow. Ja, ich glaube, der hat sich gerade selber erledigt. Oh Mann, ein fanatischer Christ oder so. Der ist aber ganz schön schnell mit seiner Limousine. Okay, der brennt schon mal, das ist schon mal ganz praktisch. Passiert da noch was? Nee. Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you should play his right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. He's building a killer. Aha. Gut, dann stellen wir den Wagen doch mal direkt da vor seiner Tür wieder ab. Achso, ich kriege jetzt hier auch noch die Sterne aufgedrückt. Die Sau. Wo haben wir denn hier mal was? Da ist ein Paint Spray. Ach Gottchen, ja, gut. Setzen wir da mal einen Punkt hin. Dann können wir da auch mal relativ einfach hinfahren. Und dann speichern wir das Spiel auch mal. Weil das war ja doch eine etwas längere Mission. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie doch so lang ist. Und so wichtig scheint ihm sein Wagen auch nicht zu sein, wenn man ihn, wenn man den jetzt hier, weiß ich nicht, direkt kaputt machen darf. So, wo soll das jetzt hier sein? Ja, super.
fahren aber schnell hier rein und lassen uns umlackieren. Aber wer parkt denn da auch so? Ist ja unverschämt. Und wahrscheinlich sind die nicht mal ausgestiegen. Na, okay. Ich würde sagen, wir fahren dann jetzt einfach mal speichern. Haben auch ein bisschen Geld gemacht. 2000 Dollar war ja jetzt auch nicht so wenig. Jetzt kann ich auch ein bisschen nicht mehr so vorsichtig mit dem Fahrzeug sein. Weil ich glaube, mit diesem Fahrzeug werde ich nicht viele Strecken fahren. Oder aber ich packe es direkt in meiner Garage. Dann habe ich immer so ein Auto, wo man direkt Zuhältermissionen machen kann. Wie praktisch. Okay, so. Jetzt mal vorsichtig hier irgendwie runterkommen. Na super. Natürlich einen Polizisten mitgenommen. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Steigen wir schnell hier aus. Und dann laufen wir einmal hier um den Block. Ich glaube, das dürfte schon reichen. Um den einen Stern loszuwerden. Oder auch nicht. Na ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal speichern. Von daher sage ich mal Telefonat. Hey, what's up? Hey, Carl, it's Woozy. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, for sure. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Just come around and introduce yourself. My people will be expecting a visit. It's a plan, man. Later. Gut, da haben wir noch eben einen neuen Auftragsgeber bekommen. Auch nicht schlecht. Dann können wir jetzt das Spiel beruhigt speichern. Von daher sage ich mal, bis später, der Pump.